Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Oh Gott, wir haben 7.08 Uhr. Ich habe mir einen Wecker gestellt auf 7 Uhr am Sonntags. Aber heute werde ich dieses Dead Girl, was man von TikTok und Pinterest kennt und so. Und das steht halt nur mal um 7 Uhr auf. Also das ist dieses Girl, was halt so einen perfekten Tagesablauf hat, so ein perfektes Leben, was eigentlich gar nicht sein kann. Die stehen halt früh auf, macht dann Workout und alles so ganz perfekt. Und das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und ich weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ob ich das eher motivierend oder deprimierend finden soll. Aber ich werde euch mal meine Meinung dazu sagen, nachdem ich das Video gemacht habe, nachdem ich das Dead Girl für einen Tag war. Und ich bin mal gespannt, ob mir das gelingt. Ja, ich muss jetzt erstmal aufstehen, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne meinen Kanal und ja, lasst einen extra dicken Daumen nach oben da, dass ich für euch wieder um 7 Uhr aufstehe. Ich stehe irgendwie immer so früh auf für Videos. Das am Wochenende. Boah, und außerdem heute, ne, habe ich hier so einen fetten Pickel bekommen. Der ist noch voll rot. Machen Dead Girls denn dann, weil die sind doch perfekt, die haben noch keine Pickel. Ups. Aber ja, ich stehe jetzt auf, sonst ist gleich schon wieder 8 Uhr und ich bin nicht um 7 Uhr aufgestanden. So, als erstes mache ich jetzt mal mein Bett. Das mache ich aber eigentlich sowieso immer, weil ich mich einfach wohler fühle, weil mein Bett gemacht ist. Das sieht viel schöner aus. Auch dann sieht das Zimmer viel ordentlicher aus. Und ich habe so viele Kissen da hinten, so viele Squishmallows. Die packe ich alle jetzt hier drauf. Aber ja. So, ich habe jetzt ein paar Workout-Clothes angezogen. Also meine Hose, oh Gott, wartet. Meine Hose ist von All About Gymnastics und mein Top hier ist von Nike. Und ja, jetzt werde ich mir aber erst kurz was zum Frühstück holen, weil ich habe Hunger. Und dann mache ich meinen Workout. Ich esse hier noch ein größeres Frühstück, aber das gibt mir erstmal ein bisschen Energie so für das Workout, weil ich kann nicht ohne was vorher gegessen haben Workout machen. Aber ich muss mir auch noch eine Flasche mit ganz viel Wasser auffüllen, weil Dead Girls trinken ganz viel Wasser den ganzen Tag. Wir müssen bestimmt 30 Mal am Tag auf Klo, aber... Oh. Stay hydrated! Okay, da ist ja dem Dead Girl nicht passiert. Egal. Wir fangen gerade erst an. Okay, ich habe jetzt meine Matte hier auf meiner Terrasse ausgebreitet. Jetzt mache ich mal das Workout.
letzter Zeit war es mir immer viel zu heiß für so Workouts zu machen. Und ich habe mich halt immer nur so gestretched. Aber heute mache ich es mal wieder. Heute ist auch nicht ganz so heiß. Wir haben jetzt auch noch früh morgens. Da geht es eh noch. Und ja, ich hatte jetzt sonst auch mal schon, da habe ich auch mal so Workouts gemacht bei einer Trainingsgruppe und so. Und das haben wir sich jetzt schon, dass ich halt keinen Turnverein habe, wo ich halt auch immer hingehen kann, da halt auch dann so Sport mache quasi. Aber wir suchen hier noch einen Turnverein. Ich hoffe, wir finden ganz bald einen, wo ich dann auch hingehen kann. Und ja, mein Problem ist immer so ein bisschen das Spanisch, aber ja, das wird noch. Und ja, genau, jetzt mache ich mal so ein Homeworkout, also suche mir einfach so ein paar Videos auf YouTube raus und dann sage ich euch, wie ich die gefunden habe am Ende und welche Videos ich gemacht habe. Vielleicht mache ich auch so ein Dance-Workout, die mag ich immer gerne, weil die machen halt so ein bisschen Spaß. Nicht so anstrengend. Aber App-Workout würde ich auf jeden Fall auch machen. Und ja, ich würde mal sagen, let's work out, wenn ich meine Haare in Ponytail gemacht habe. Das erste Workout, was ich gemacht habe, war so eine 2-Weeks-Abs-Challenge von Chloe Ting. Ich mag ihre Workouts echt gerne, weil die sind nicht immer so anstrengend und auch nicht immer so unglaublich lang. Ich finde, bei Abs-Workouts sieht man auch am schnellsten so einen Erfolg. Ich denke immer, nachdem ich einen Abs-Workout gemacht habe, habe ich schon wieder neue tolle Muskeln bekommen. Das nächste Workout war hier von Pamela Reif. Sie macht immer so coole Dance-Workouts und die hat immer richtig coole Musik dabei. Das macht immer richtig viel Spaß. Oh Gott, ich kann mir immer so schlecht dabei zugucken. Das sieht immer so komisch aus. Boah, es war anstrengend. Aber ich hab's geschafft und irgendwie hat es auch Spaß gemacht. Besonders das Dance-Workout, also das war cool. Ja, aber ich kann nicht mehr. Oh Gott. Und dieses Dead-Girl zu sein, kann ziemlich anstrengend sein. Also um 7 Uhr sonntags aufstehen, wenn man spät im Bett war und dann direkt Workouts machen, ist keine gute Empfehlung von mir. Also ich dachte, das wäre leichter. Ich bin auch eher nicht so der Morgensportmensch, aber ja. Ich springe jetzt mal eben in die Dusche und mache ein bisschen Skincare-Stuff, fasse meine Beine und mache ich ready und ich hoffe, danach geht's besser. So, ich bin jetzt frisch geduscht und ich habe mich jetzt angezogen. Das ist mein Outfit of the Day. Das ist beides von Pull & Bear. Ich mag beige im Moment voll gerne. Und jetzt macht das Dead Girl eine Gesichtsmaske. Ich benutze hier das Silver Powder. Hier das Silver Powder von Mario Badescu. Also das ist so eine Art Puder, guck mal. Und muss man so ein Wattepad, das muss man nachmachen, dann da reingehen und dann mache ich das hier so in mein Gesicht, nicht überall. Also hier, weil ich immer so ein paar Pinkelchen kriege und auch den da, dass der endlich aus meinem Gesicht verschwindet. Und ja, das machen wir jetzt mal. Mach mein Gesicht hier mal ein bisschen nass, dann hält das besser. Der wird da so reingetunkt und dann mache ich das hier hin. Es wird dann wie so eine Art Paste. Wir haben jetzt übrigens erst 9.33 Uhr und eigentlich stehe ich immer am Sonntag, immer so kurz vor 9 erst auf, weil ich ja dann halt mein Video online stelle und da ist Puder bei der Nase gekommen. Muss ich niesen, oh nein. Ah, das pudert sich voll. Hilfe! Aber ja, Samstag stehe ich noch später auf, aber ja, man hat viel mehr Zeit, so ich chill jetzt so für 10 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Make-up-Time. Ich mache jetzt so einen Natural-Look. Also ich denke halt, diese Dead Girls haben eh schon immer so einen perfekten Natural-Make-up-Look, auch ohne Make-up. Also so eine perfekte Haut und so. Aber ja, ich glaube, das ist auch gar nicht
so, man denkt, dass alle so ein perfektes Leben haben, weil eigentlich hat, glaube ich, niemand ein perfektes Leben, auch wenn das Social Media halt manchmal so aussieht, auf Instagram oder so. In Instagram-Stories kenne ich auch, da denkt man, boah, haben die ein perfektes Leben, das will ich auch haben oder so. Das kommentieren auch manchmal so unter meinem TikTok, wenn ich so einen Daily-Vlog mache oder so. Boah, hat die ein perfektes Leben, denke ich immer so, mein Leben ist auch nicht perfekt und ich habe auch so Probleme oder Struggles und das hat auch jeder und das ist auch ganz normal. Das wäre ziemlich komisch, wenn man so ein perfektes Leben hat und sich um nichts Sorgen macht. Ich habe ja auch manchmal mir gedacht, war das jetzt so eine gute Idee, nach Mallorca zu ziehen und habe dann auch meine Freundin da vermisst und meine Großeltern und so. Und das hat auch jeder, dass man manchmal so einen richtig beschissenen Tag hat und sich so denkt, ja, der war jetzt richtig scheiße. Aber man sollte sich, glaube ich, auch nicht immer so mit Social Media vergleichen oder so, sondern eher so auf sein... Oh, mein Bruder ist kaputt. Toll! Oder so auf sein Leben halt. Man sollte sich auf sein Leben konzentrieren und vielleicht auch immer versuchen, was Gutes in einem Tag zu finden. Das mache ich manchmal, wenn mein Tag so beschissen war. Dann suche ich irgendwas, wo ich mir denke, das war vielleicht doch gut oder irgendeine gute Sache an dem Tag muss es eigentlich geben. Ja, und man sollte halt nicht immer so glauben, was man so auf Social Media sieht. Also es ist eigentlich, glaube ich, ziemlich einfach, sein Leben so perfekt darzustellen. Aber ja, das ist es meistens dann doch nie. Oh, wow. Das ist gerade ein bisschen schwierig, die so zu kämpfen. Ich habe mich gerade hier hingesetzt am Schreibtisch, weil da hinten sah ich nicht aus wie ein Dead Girl. Da sah ich nicht gut aus. Da war richtig Kacklicht. Deshalb habe ich mich jetzt hier an meinen Schreibtisch gesetzt und benutze die Kamera als Spiegel. Ein bisschen ungewohnt, aber ja. Ich kann meine Augenbrauen jetzt ein bisschen. So. Reicht doch schon. Ja, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass man halt nicht immer alles glauben soll, was man auf Social Media sieht und dass niemand ein perfektes Leben hat und jeder so Probleme hat und sich manchmal auch richtig kacke fühlt. Und ja, das ist ganz normal. Und genau. Ich mache jetzt noch kurz meine Wimpern ein bisschen und dann geht's weiter mit meiner To-Do-Liste von dem tollen Dead Girl mit dem perfekten Leben. Ich sage euch immer auch noch, wie ich den Trend so finde. Also, ob ich ihn eher motivierend fand oder deprimierend. So, ich habe mir jetzt noch ein bisschen die Haare schön gemacht. Ich glaube, so Dead Girls gehen so gefühlt jede Woche zum Friseur und lassen die sich professionell aufdrehen und stylen und alles Mögliche. Aber bei Friseuren passe ich. Ihr kennt mich. Ich war noch nie beim Friseur und ich habe auch Angst vor denen, also Haare schneiden ist überhaupt nicht meins. Bei meinen Haaren bin ich sehr, sehr eigen. Aber ich mache da jetzt unten die Spitzen noch ein bisschen so Spitzenserum rein. Finde ich sehr gut. Das ist, wurde mir zugeschickt. Das ist von Selfie Project. Das ist jetzt keine Werbung, aber ich finde das echt gut. Weil das macht die Haare nicht so fettig unten. Also ich hatte mal so Spitzenserum. Das hatte ich da reingemacht. Und danach sahen meine Haare aus, als wäre ich so ein Buttertopf gefallen. Aber das macht das nicht so ölig. Also es zieht gut an. So, Haare sind fertig und ganz ohne Schneiden und ohne Friseur. Hallo, ich bin jetzt im Auto und dreimal dürft ihr raten, wo wir hinfahren. Zu Starbucks. Ich hatte heute noch kein richtiges Frühstück. Mein Frühstück war ein Pfirsich. Und deshalb will ich jetzt was von Starbucks haben. Und ja, deshalb haben wir jetzt dahin. Also eigentlich kann man da auch voll mit dem Fahrrad hinfahren. Hatte ich auch eigentlich vor, aber dann war ich irgendwie doch doof mit der Kamera auf dem Fahrrad. Und wenn ich dann die ganze Zeit da rumfahre, dann hätte ich nichts filmen können. Und es ist auch so warm. Und deshalb fahren wir jetzt da schnell mit dem Auto hin. Und Papa, hast du auch Lust auf Starbucks? Klar, ich brauche dringend einen Eiskaffee. Was nimmst du da jetzt bei Starbucks? Was für ein Eiskaffee? Keine Ahnung, ich nenne das einfach Eiskaffee und dann sollen die mir das machen. Papa. Komischen Namen. Komischen Namen, ja. Du kannst auch was Neues mal probieren. Nein, ich will einen Eiskaffee. Okay, Papa möchte gerne einen Eiskaffee. Möchtest du sonst noch irgendwas sagen für das Video? Nee. So, ich steige jetzt aus. Ich hole jetzt einen Matcha Latte von Starbucks. Oh, sonnig. Also diese Dead Girls, weiß ich, trinken immer Matcha, deshalb hole ich mir jetzt einen. Eigentlich hätte ich ihn ja selbst gemacht, aber ich habe nichts für Matcha zu Hause, weil ich meine, die machen den halt auch immer selber. Aber ich habe nichts da gerade zu Hause. Ich muss doch irgendwo eher Matcha-Sticks bekommen oder so. Oh Gott, vielleicht nicht überfahren, den war doch keiner hinter mir. Aber jetzt hole ich einfach ein von Starbucks. Gestern Nacht war einfach voll das starke Gewitter und es hat so doll geregnet. Aber jetzt scheint einfach schon wieder die Sonne und es ist blauer Himmel. Und ich liebe übrigens, dass man hier überall die Berge sieht. Man kann wirklich überall hingucken und da sind immer die Berge. Aber ja, ich gehe jetzt mal schnell. Yay!
fertig. Ich muss jetzt echt lange anstehen. Aber ich habe jetzt mein Matcha. Der ist voll gut. Ich hätte aber eigentlich gedacht, ich kann mal was Neues ausprobieren. Habe ich voll Lust drauf. Aber ein Dead Girl trinkt der da Matcha, aber der ist auch gut. Und ich habe mir hier noch eine Zimtschnecke mitgenommen. Wollte Canela oder so, heißt auch auf Spanisch. Und jetzt esse ich mal was Richtiges zum Frühstück. Ich habe voll Hunger. So, das ist auf meiner To-Do-Liste ist jetzt noch so ein paar Sachen zu erledigen, die ich ein bisschen aufgeschoben habe. Die Zimtschnecke ist wirklich sehr, sehr lecker. Vom Fach aufgegriffen. Ich wollte noch ein paar Kommis beantworten. Hallo. Von meinem Video, was rausgekommen ist. Und dann wollte ich mich noch so ein bisschen sortieren. Mein Video, das ich hier schon mal gerade drehe, anfangen zu schneiden. Ich habe ja schon ein bisschen Material, das kann ich jetzt noch so ein bisschen vorarbeiten. Und ich wollte mich noch ein bisschen sortieren auf meinem Laptop, weil wir bekommen bald auch alle Schulbücher für meine neue Schule, wo ich jetzt hingehe. So digital halt online. Und da wollte ich schon ein bisschen einrichten und gucken, wie ich das alles organisieren kann und so. Dass es halt nicht so chaosmäßig wird. Und ja, dann würde ich sagen, mache ich das jetzt alles mal. Übrigens habe ich was sehr, sehr Cooles in Planung, worauf ich mich schon sehr, sehr freue und was ihr schon ganz bald sehen werdet. Und das war sehr viel Arbeit, ich muss noch ganz viele Sachen für machen, aber ich hoffe, dass ich das ja, kannst du sagen? Ich sag mal so, ich hoffe, dass es euch genauso gut gefällt wie mir am Ende. Okay, jetzt sind wir leider schon am Ende von dem Video und wir haben jetzt erst gleich kurz vor 12 und ich habe einfach viel geschafft heute. So viel hätte ich einen normalen Sonntag nie geschafft, weil ich halt viel später aufstehe und dann alles so ein bisschen ruhiger mache und ja, halt auch alles nicht so schnell hintereinander und so productive quasi. Und ja, ich sage jetzt nochmal als Fazit von diesem Dead Girl Trend, wie ich ihn halt finde. Also ich versuche mal so die positiven Sachen daraus zu sehen, nicht so das Negative, dass man halt denkt, dass dieses Dead Girl so ein perfektes Leben hat und dass alles perfekt ist bei der und dass man sich unbedingt ein Beispiel daneben müsste oder wie diese Person halt ist. Aber ich denke, dass diese Person halt gar nicht gibt, weil es gibt niemanden, der einfach perfekt ist und der ein perfektes Leben hat und der jeden Tag immer Full Power geben kann und immer productive sein kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich fand es auch ein bisschen anstrengend, tatsächlich so ein Dead Girl mal zu sein. Gerade mit dem frühen Aufstehen und dann mit den Workouts und so. Aber es hat auch Spaß gemacht und es hat mich irgendwie so ein bisschen motiviert. Vielleicht behalte ich auch so ein paar Sachen dabei, dass ich halt ein bisschen früher vielleicht manchmal aufstehe oder so und halt auch mal ein bisschen schneller danach manche Sachen wegmache und mich noch hinsetze und halt mal was ja, erledige. Und ja, das hat mich schon ein bisschen inspiriert, aber ich denke nicht, dass dieses Dead Girl wirklich existiert. Also man kann nicht, glaube ich, sein ganzes Leben so leben. Das wäre viel zu anstrengend. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne mal einen dicken Daumen nach oben da. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Trend so findet und ob ihr es schon mal ausprobiert habt. Und wie ihr das vielleicht so empfunden habt, wie ihr das gemacht habt. Ja, also schreibt es mir gerne mal. Und ja, jetzt nur das Shoutout of the Day. Yay, wartet, ich suche schnell raus. So, hier. Heute grüße ich mal Helen Dier, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also, hallo Mavi, ich wollte dir mal sagen, wie cool, toll und abwechslungsreich deine Videos sind und du dein neues Zimmer in Mallorca echt schön gestaltet und eingerichtet hast. Liebe Grüße und vielleicht kannst du mich mal grüßen, das wäre mega cool. Also, ganz liebe Grüße gehen raus an dich und ich hoffe, ich habe deinen Namen Helen Dier richtig ausgesprochen. Ich liebe so ausgefallene Namen, aber ich habe immer Angst, dass ich irgendwie falsch ausspreche. Aber ganz liebe Grüße gehen raus an dich und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen oben da und abonniert sehr gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht nicht als Dead Girl, aber als Barbie. Tschüss! Oh, stopp, Mist. Ich habe vergessen, ich wollte immer am Ende vom Video so einen spanischen Satz sagen. Heute kann ich sogar einen, habe ich selbst gelernt mit einer Spanisch-Lern-App. Kann so Sprachen drauf lernen und da muss ich sogar gar nicht nachgucken. Yo como una manzana, das heißt, ich esse einen Apfel. Auf diesen Satz bin ich sehr, sehr stolz und ja, ich will schon mal sagen, dass er ein Apfel ist. Okay, jetzt aber. Tschüssi, adios.